Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Hunting-Simulator, Freunde. Wir hatten in der letzten Folge die zwei Kaninchen erledigt und in der Folge haben wir jetzt Stur wie ein Maulesel. Beanspruchen Sie einen Maultierhirsch als Beute und das würde ich gleich sagen, das starten wir gleich mal an. Und ja, Waffen haben wir sowieso nicht großartig mehr zur Auswahl. Ich weiß gar nicht, wann sich die alle freischalten, aber gut, okay. Wir starten die Mission. Und ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen hin. Und ja, in der Wüste läuft das recht gut, muss ich sagen. Also wir sind richtig schnell sogar. Das war bei der ersten Karte war das überhaupt nicht der Fall. Sie müssen wirklich vorsichtig sein. In dieser Gegend. Ich und mein Lesen, ne, Freunde, es ist furchtbar. Komma und Satzzeichen habe ich noch nie gehört, so nach dem Motto. In dieser Gegend. Es gibt ganz schöne Höhenunterschiede, wodurch die Maultierhirsche hinter Felsen und Bergrücken verborgen sein können. Sie können auf den normalen flachen Pfaden bleiben oder sie probieren einmal die umwegsamen Pfade aus. Nutzen Sie jede Deckung, die sich Ihnen bietet, denn diese ist in der Region spärlich gesät. Ab hier gibt es nur noch Sie und die offene Wüste, in der Ihnen kein dichtes Blattwerk Schutz gibt. Versuchen Sie also, höher gelegene Gebiete zu erreichen. So haben Sie die Maultierhirsche zumindest schwerer. So haben es die Maultierhirsche zumindest schwerer, sie zu entdecken. Alter Vater, Freunde. Ja. Ich würde sagen, ich muss noch mal rausgehen. Weil ich eine Taschenlampe brauche. Sonst sehe ich hier ja gar nichts. Ekelhaft. Im Dunkeln zu jagen ist echt das Schlimmste, was es gibt, ne? Sagt euch so, wie es ist. Das mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber naja. Können wir uns ja aussuchen. So läuft das. Tja. Hirschlocke. Ja, Freunde, auf die Truthähne und so was scheiße jetzt. Das tut mir jetzt echt leid, aber mir ist das wichtiger, dass ich die Hauptmission schaffe. Tja, das ist natürlich, das im Dunkeln gejagt, das ist furchtbar. Aber wem sage ich das, Freunde? Ne? Scheiß Fuchs, ey.
Ein Fuchs. Ach ja, es ist so schön. Was hat da hinten eine Höhle statt? Wäre doch schön. Wie denn, scheiß Fuchs? Ja, Freunde, ich werde einen Cut machen und dann, sobald sich hier irgendwas tut, melde ich mich sofort wieder. So, Bis dann. Freunde, da bin ich wieder. Das Kohlen hat jetzt mittelmäßigen Erfolg gebracht. Da hinten irgendwo kommt jetzt irgendwas runter. Ah, den abgehauen, ne? Naja. Da war der Wind zu stark oder keine Ahnung was. Ja, sieht natürlich jetzt nicht gut aus. Das ist ein Rotfuchs. Und da hinten irgendwo lief gerade ein Hirsch. Tja. Diese blöden Füchse, ne? Aua. Tja, Freunde, die Viecher sind abgehauen. Ob ich da noch irgendwas zu Gesicht kriege, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde aber mal wieder einen Cut machen und schalte mich dann wieder rein, sobald ich da irgendwas in Sicht habe. So, Freunde, ich bin noch mal da. Ich habe jetzt hier noch einen Hirsch entdeckt. Hoffentlich ist das auch ein Maultierhirsch. Ja, wunderbar. So. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich da nicht hochkomme. Ne? Kann das sein? Doch, kommen wir. Ja, gut, Freunde. Damit haben wir denn die Folge erledigt. Ich hoffe natürlich, dass ihr Spaß hattet und
Wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Freunde. Tschüss.